Herbert, heute ist wieder Wochenmarkt auf dem Nomühler Marktplatz. Da wollte ich jetzt hin. Soll ich dir was mitbringen? Nee, passt schon. Das, was ich will, bringst du mir eh nicht mit. Und was wäre das? Eine hübsche Frau. Arschloch. Wir sind schon so lange verheiratet, da kann ich sogar manchmal deine Gedanken lesen. Ich weiß sogar jetzt schon, was du mich gleich fragen wirst. Und was? Genau das. Du bist blöd. Ich gehe jetzt. Bis später. Bleib nicht so lange weg. Draußen ist es kalt und es soll heute noch schneien. Nicht, dass du dich erkältest und ich dich dann wieder gesund pflegen muss. Ja, ja. Guten Tag, Herr Weinrauch. Wie geht es Ihrer Frau? Bestens, danke. Darf ich Ihnen etwas von meinem Obst anbieten, Frau Nieberts? Ja, 5 Birnen, wenn Sie haben. Seit dem letzten Mal kaufe ich nämlich keine Äpfel mehr bei Ihnen. Natürlich habe ich Birnen. Richtig lecker und saftig. Die gebe ich Ihnen gerne. Aber was haben Sie denn gegen meine Äpfel auszusetzen? Sie beziehen Ihre Äpfel doch von Bauern Florian, oder? Und als ich letzte Woche nach dem Einkauf mit einem halben Kilo Äpfel von Ihnen nach Hause kam und das Radio anmachte, hörte ich, dass diese Äpfel giftig seien, wegen dem neuen Pflanzenschutzmittel. Aber da hatte mein Mann Herbert schon einen Apfel genommen und reingebissen. Oh je, der Arme. Und was ist dann passiert? Nichts, rein gar nichts. Nicht einmal Durchfall hat mein Mann bekommen. Ich habe ihm natürlich vorsichtshalber ein paar Stunden später noch einen Apfel zu essen gegeben. Aber ihm ging es weiterhin blendend. Ausgerechnet die Äpfel, die ich bei Ihnen gekauft hatte, waren nicht betroffen und genießbar. Und dabei hatte ich mir schon so große Hoffnungen gemacht. Aus Ihnen soll mal jemand schlau werden, Frau Nieberts. Ich bin immer noch am Überlegen, was der Traum von letzter Nacht zu bedeuten hat. Ich träumte, dass Inge Jahre nach mir verstorben war und zu Petrus an die Himmelspforte kam. Sie sagte zu Petrus, dass sie mich gerne treffen würde. Petrus schaute im Register nach, aber fand mich nicht. Weder bei den Seligen noch bei den Heiligen. Da kam Petrus irgendwann auf eine Idee und fragte Inge, wie lange Inge und ich verheiratet gewesen wären. Da sagte sie, es wären 80 Jahre gewesen. Daraufhin meinte Petrus zu Inge, dann weiß ich, wo ich suchen muss, bei den Märtyrern. So, da bin ich wieder. Als ich auf dem Heimweg war, hat es zwar schon angefangen zu schneien, aber ich bin glücklicherweise nicht durchgefroren. Du, aber mir ist unterwegs eine Frage durch den Kopf gegangen. Stimmt es, dass Nagetiere dumm und gefräßig sind? Ja, mein Mäuschen. Witzbold, wo ist eigentlich unser Enkel Fritz? Der ist sofort rausgerannt, als er sah, dass es anfing zu schneien. Wenn das Eis drüben auf dem See schon so dick ist, wie er glaubt, dann ist er Schlittschuhlaufen. Wenn das Eis aber noch so dünn ist, wie ich glaube, dann ist er baden.